Schnellen Schrittes geht es für Ronny Beck durchs Leben. Sportlich unterwegs sei er einfach schon immer gewesen, sagt der 49-Jährige. Spätestens seit Anfang September muss er das nun auch im Beruf. Da nämlich übernahm Beck die Führung der Agentur für Arbeit Pirna. Also es ist eine riesige Freude, in der Heimatstadt zu arbeiten. Ich war jetzt die letzten Jahre viel unterwegs und bin richtig glücklich, in meiner Heimat jetzt tätig zu sein, auch noch als Chef so einer großen Behörde. Das ist verantwortungsvoll und es macht aber auch riesig Spaß. Sein Haus kennt Ronny Beck gewissermaßen vom Fundament bis zum Giebel. Schon 1999 zog es den gebürtigen Marienberger nach Pirna. Damals begann er hier seine Karriere als Jobvermittler, wurde heimisch und gründete eine Familie. Den Aufstieg auf der Karriereleiter ebneten zahlreiche Stationen in anderen Städten. Den Wohnort wechselte Beck jedoch nie. Nun ist er auch beruflich zurück und will sich vollends dem hiesigen Arbeitsmarkt widmen. Wir haben eine Veränderung im Arbeitsmarkt, wir haben Strukturwandel, die Transformation von der Welt, die wir bisher kannten, so in der Arbeitswelt, welche Fähigkeiten ich brauche, hin zu dem, wo wir jetzt hingehen mit Digitalisierung. Wir werden immer weniger durch demografischen Wandel. Wir haben die Globalisierung, die ganz großen Einfluss auf den Arbeitsmarkt hat. Die Herausforderungen der sich verändernden Arbeitswelt sind immens. Die vermutlich größte Bewährungsprobe sieht der Agenturchef in der alternden Gesellschaft. Satte 8% weniger Erwerbstätige werden daraus bis 2030 im Landkreis resultieren. Wir brauchen also Menschen, die hier arbeiten wollen und können. Wir brauchen eine gesteuerte Zuwanderung. Wir brauchen gute Ausbildung. Und hier im Landkreis haben die Unternehmen das bereits aber auch erkannt, bereits wenn es um Ausbildung geht. Wir sind der Landkreis, der mit am besten ausbildet, wenn es um das Volumen vom Auszubildenden ins Verhältnis zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung besteht. Das wurde erkannt und da müssen wir alle gemeinsam weiter dranbleiben. Das gilt auch für die Bewältigung der fortwährenden Digitalisierung. In ihr sieht Ronny Beck eine der Hauptaufgaben für die hiesige Wirtschaft. Zeitgleich versteht sie der oberste Jobvermittler des Landkreises auch als riesige Chance. Und das gilt auch für seine Agentur. Eine App ermöglicht hier mittlerweile die Einsparung von 80% des zuvor verwendeten Papiers. Man kann sich online arbeitssuchend melden, man kann sich online arbeitslos melden. Das alles vom Sofa aus, da muss nicht unbedingt jemand hierher kommen. Man kann seinen Arbeitslosengeldantrag online stellen, indem ich alle Unterlagen zu Hause mir ordentlich zurechtlege und die dann in Ruhe, vielleicht mit bekannten Verwandten zusammen, eingebe in diese App. Also es gibt viele, viele Vorteile, wenn ich mich dem Thema stelle und wir haben viele gute Produkte, die man dafür nutzen kann. Die Arbeitsmarktsituation im Landkreis beurteilt Ronny Beck grundsätzlich als recht stabil. Die zuletzt leicht gestiegene Arbeitslosigkeit führt ja auf die bekannten wirtschaftlichen Unsicherheiten zurück. Zurücklehnen dürfe man sich deshalb nicht. Für den vor Tatendrang sprühenden Ronny Beck ist das aber ohnehin keine Option.